Herzlich willkommen zu Video Nummer 3 der Videoserie gemeinsam mit dem lieben Erik, wo es darum geht, wie kannst du in der jetzigen Zeit und Situation mit Facebook-Werbung wirklich jetzt nochmal alles absahnen. Und es gibt ja immer zwei Sachen. Die eine Sache ist der Traffic, das heißt die Besucher, die auf dein Angebot kommen. Und das zweite ist, wo kommen die Leute hin für dein Angebot überhaupt? Und da schieße ich gleich mal den Ball rüber zu dir, Erik. Worauf muss man denn achten? Was sind denn vielleicht die größten, sage ich mal, Fehler, zwei, drei Fehler, die Leute machen, die mit Facebook-Werbung anfangen, weshalb Facebook-Werbung für sie nicht funktioniert? Und einer der Fehler ist ja, den haben wir ja schon gerade, sind wir so ein bisschen reingegangen ins Thema, wie sollte man seine Facebook-Werbung schalten? Das heißt, wenn Sie jetzt wissen, wie Sie den richtigen Traffic, also die richtigen Leute kriegen, wie schaffen Sie es jetzt, dass diese Leute auch innerhalb kürzester Zeit hier auf dieser Angebotsseite nachher zum Lead werden, zu einem Termin werden oder direkt zu einem Verkauf? Ja, also eigentlich ist es ein ganz, ganz großer Punkt, und zwar Sie brechen den Frame, den Sie vorher gesetzt haben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Was ich aber damit meine, das kann man auf ganz verschiedene Sachen runterbrechen. Stell dir mal vor, du sprichst in deiner Anzeige von einem bestimmten Angebot, du sprichst von einem Live-Training, von einem Live-Seminar und auf der nächsten Seite kommt einfach ein Video. Ohne Anmeldung. Sowas ist zum Beispiel ein Framebrechen. Das kann sein, die Farbe verändert sich. Zum Beispiel, gehen wir davon aus, du hast ganz normal kurz ein Webinar-Funnel, also eine Opt-in-Seite, eine Danke-Seite, einen Live-Raum und eine Verkaufsseite. Gehen wir davon aus, dass deine Opt-in-Seite ist mehr so blau-weiß und deine Danke-Seite ist grün-gelb und die dahinter ist lila-rot. Es wird keiner kaufen und es wird auch keiner zum Live-Training kommen, weil du hast den Frame gebrochen, der im Kopf drin war. Wenn du einmal diese komplette ich weiß, was mich gleich erwartet, Kette in den Köpfen der Leute brichst, dann ist es vorbei. Das heißt, du musst schauen, okay, welchen Frame setze ich denn mit einer Werbeanzeige? Wenn du in einer Werbeanzeige jetzt von einem Live-Training sprichst, nächste Seite muss das Wort Live-Training irgendwo vorkommen. Noch besser, wenn auch Teile der Ad-Copy, die in deiner Werbeanzeige drin steht, auf der nächsten Seite stehen. Oder das Video in der Werbeanzeige auf der nächsten Seite zum Beispiel ist. Das erhöht extrem die Conversion bei ganz, ganz vielen Sachen. Also immer kurz überlegen, okay, macht das alles Sinn, was ich hier schreibe? Und geh ganz am Ende nochmal, weil es ist manchmal gerne, vielleicht kennst du es auch, wenn du jetzt wirklich einen kompletten Funnel schreibst, gehst dann an einem Tag durch ein paar Stunden und denkst, du hast ein Meisterwerk nochmal gemacht. Mach hier nochmal Seite für Seite auf und geh nochmal durch und überleg mir, okay, macht das alles Sinn? Kann man das alles nachvollziehen? Und stimmt der Frame? Stimmen die Wörter, die ich benutzt habe? Ist es die gleiche Art, wie ich schreibe auf jeder Seite? Ist meine Werbeanzeige die gleiche, wie soll ich sagen, Sprachstil, die gleichen Redewendungen und so ein Kram wie auf der nächsten Seite? Oder ist es irgendwie komplett anders? Oder auch was eben nur Landingpages angeht, sind es die gleichen Schriften, die gleichen Schriftarten oder zumindest grob, ist es der gleiche Stil, die gleichen Farben? Wenn nämlich du das irgendwann brichst, diese komplette Frame, den die eigentlich im Kopf drin haben, sind Leute irgendwie ein bisschen verwirrt. Wenn du Leute auf einer Landingpage verwirrst und sie wissen nicht genau, was soll ich jetzt hier eigentlich genau machen, bin ich hier richtig? Niemand wird sich die Seite durchlesen, um zu schauen, bin ich hier richtig? Wenn in den ersten 3 Sekunden nicht klar ist, jupp, hier bin ich richtig, ich wollte hier hin, sind sie wieder weg. Das heißt, wenn du in der Ad von irgendwas sprichst, was auf der nächsten Seite nicht in 3 Sekunden erkennbar ist, oder was heißt 3 Sekunden? 3 Sekunden ist schon recht optimistisch. Also die meisten auf den ersten Blick, wenn der Headline nicht irgendwas steht, was sich daran erinnern können oder irgendwie Sinn macht, weg. Also in diesem Frame brichst, den sie aus der Ad gewohnt sind, sei es YouTube, sei es Facebook, jetzt egal wo, das gilt eigentlich für alles. Wenn du über eine bestimmte Abfolge von Seiten den Frame brichst, sind Leute weg. Das ist auch das Problem, was ich habe. Bei relativ vielen Anfängern, die kriegen von, ja, ich sag mal, ein paar anderen Leuten gesagt, okay, pass auf, du machst erst ein E-Book, ein kostenloses, gehst auf die Seite, kommt ein Ex-Angebot für 7 bis 20 Euro, dann kommt ein Co-Offer für 69 Euro, dann kommt ein Upsell, dann kommt das. Das ist ein super cooler Funnel, den machen wir selbst und der läuft auch Bombe. Das Problem ist, je mehr Funnel-Seiten du hast, desto mehr Stellen hast du, wo du den Frame brechen kannst, theoretisch, ohne es vielleicht sogar zu merken, und desto mehr Stellen hast du, wo es schief gehen kann. Das ist der Grund, warum ich ganz, ganz viele Anfänger, die zu mir reinkommen, immer sage, okay, pass auf, mach's doch mal ganz simpel. Mach mal 2 Seiten, mach mal 1 Seite und schau, wie es funktioniert. Je mehr Seiten du hast, umso mehr Stellen hast du, wo du theoretisch einen Frame brechen kannst. Und wenn du einmal im Kopf der Menschen irgendwas brichst, was sie denken, was gleich passiert, das passiert nicht, und das nicht auf eine gute, sondern auf eine schlechte Art und Weise, sind sie weg. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen verständlich, was ich gerade meine. Ja, für mich auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Für mich war es auf jeden Fall verständlich. Sehr gut, cool. Ansonsten haut die Kommentare dann an. Gehen wir nochmal näher auf die Kommentare drauf ein. Sehr gut. Thema jetzt Angebot. Was sollte man im Prinzip
Was ist denn für dich ein gutes Angebot, was jetzt zu dieser Zeit gut funktionieren kann oder funktionieren würde oder wo du jetzt gerade eins hast, was gut funktioniert? Und wie habt ihr den Frame, also den Rahmen dafür gebaut? Na, was ist das für ein Funnel beispielsweise und ist das etwas Duplizierbares, was andere jetzt machen können? Ja, also vielleicht gerade, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das, über das ich ganz entspannt sprechen darf, ist dieses eine Google-Angebot. Ne? Und viele Leute haben mir auch gesagt, beziehungsweise quasi mein Klient, für den ich das selbst eben mache, kam auch schon panisch zu mir gemeint, ey, schau mal, soll man nicht mehr abdrehen mal. Weil gerade das Angebot ist so eins, wo viele wahrscheinlich denken, okay, du musst abdrehen. Weil das Angebot ist quasi, schau mal, du kommst in ein Coaching rein und lernst, wie du erstmal gut verkaufen willst und Vertrieb willst, du kriegst Vorlagen und sowas. Ne? Dann kriegst du dann diese Aufsteller. Und gehst dann wirklich zu Fuß in Restaurants, Bars, Cafés und sowas, bietest dem Ganze eben an und kriegst dann ein Jahr lang Provision davon. Ne? Also eigentlich wirklich ein cooles Businessmodell. Problem ist, du musst halt wirklich dahin laufen. So, aktuell hat ja laut Krise nichts mehr auf, ist ja alles zu. Und ganz, ganz viele kriegen jetzt halt total Panik und denken, sie müssten abdrehen. Er meinte auch schon, aber das Ding verkauft sich wie am Semmel. Also wir hatten, ja, wie gesagt, ich glaube heute 1500 Spend, glaube ich, voll gemacht insgesamt. Und haben ich glaube, 9 Leute schon drin, müsst gleich mal nachschauen. Und es zahlt von denen zahlt jeder 2,4K netto. So, das kam in den letzten 4 Wochen bei rum. Wir haben jetzt noch nicht aufgedreht, das ist ein neuer Werbeaccount, das heißt, die ersten 200 Spend kann man eigentlich fast schon abziehen. Also, Zahlen sind echt super, super gut. Was sie einfach ganz easy gemacht haben, ist den Frame umgebaut, anstatt, ja, schau mal, hier gibt es ein Google-Offer, Unternehmen helfen, sondern einfach, wie du dir in Krisenzeiten ein sicheres, stabiles, selbstständiges Einkommen aufbauen kannst. Und das ist ja, was Leute gerade anscheinend wollen. Ja, unsere Zielgruppe ist alles so zwischen 20 und 30, also relativ junge Leute und ziemlich viele davon sind gerade im Studium, sitzen gerade daheim, haben mehr Zeit für sowas. Eine Zielgruppe sehr, sehr cool. Viele haben gerade eine Ausbildung angefangen oder haben gerade den ersten richtigen Job. Dann sind so Mitte 20 und merken jetzt einfach, okay, ich bin aufs Geld noch angewiesen. Ich habe nicht so viel Rücklagen. Die meisten haben jetzt mit 25, 26 nicht gerade 20.000 Euro Rücklagen auf dem Konto, sind aufs Geld angewiesen. Die meisten mussten, glaube ich, irgendwie Teilzeit, Kurzzeit unterschreiben, keine Ahnung. Ne? Also es geht ja gerade den meisten nicht so gut. Und die merken, hey, ich muss was machen. Wenn du dann die Möglichkeit bieten kannst, dass sie sich was Selbstständiges aufbauen können, was auch krisensicher ist und in der Krise sogar besser funktioniert als vorher, das ist halt ein super cooler Frame. Ne? Und viele haben auch dann Angst, dass die Coaching-Teilnehmer, die gekauft haben, wieder eben zurückgeben. Du musst denen aber einfach nur die Motivation geben, schau mal, erstens gibt es auch Lieferservice. Auch für die ist es theoretisch relevant, macht noch keiner, aber das ist nie ein Grund, es nicht zu machen. Und die machen auch wieder auf. Das ist so ein Ding, was viele in der Krise, glaube ich, manchmal irgendwie außer Sicht lassen. Krise ist da und darf man nicht unterschätzen, okay, aber die geht auch wieder vorbei. Und wenn die wieder vorbeigeht, dann gehen die Restaurants wieder auf und die Bars und die Cafés. Und da kommt ein Riesenansturm von Leuten, alle gleichzeitig da rein. Und dann kristallisiert sich hier ein bisschen raus, okay, wo bleiben die Leute wirklich wieder hängen? Wer ist wieder quasi Marktführer in dieser Straße zum Beispiel, im ganzen Restaurants und wer nicht? Wenn du dann zum Unternehmen hingehen kannst und bist 8 Wochen lang top ausgebildet, dann hast du gewonnen. Und so haben wir das Leuten einfach eben verkauft. So macht es auch Sinn, so stimmt es auch. Und es läuft eben weiter. Wenn wir den jetzt weiterhin verkaufen wollen würden, wie es eigentlich ist, schau mal, du kannst das Unternehmen helfen, jetzt hingehen, du hast morgen erst einen Kunden, wird nicht funktionieren. Natürlich, ne? Das ist auch der Grund, warum viele mit einem ähnlichen Angebot gerade nicht mehr profitabel sind, weil die sich nicht im Markt angepasst haben. Ne? Wenn du das weiterhin genauso verkaufst, macht sehr, sehr wenig Sinn, weil, ja, wie gesagt, Unternehmen haben zu. Du machst ja nichts auf. Du kannst morgen keinen Kunden haben, es sei denn, du bist eine Maschine am Telefon. So. Also du kannst schon, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen, wir bauen das Ganze um, machen es realistisch und sagen gerade, was Sache ist, wie du trotzdem daraus einen Vorteil rausziehen kannst. Und das nehmen Leute an, die finden das ehrlich und ja, überzeugend. Deswegen kaufen sie auch gerne. Sehr cool, perfekt. Bevor wir uns hier, sage ich mal, so ein bisschen dem Ende neigen, hast du für jemanden, der absoluter Anfänger ist oder vielleicht auch schon fortgeschritten oder Experte ist, einen Frame, also für alle, die nicht wissen, was ein Frame ist ein Rahmen in dem Sinne, einen Rahmen, an den du dich hältst, wie jeder Anfänger im Prinzip gute Werbetexte schreiben kann für seine Landingpage, für seine Angebotsseite oder auch für seine Werbeanzeigen, die dann auch dafür sorgen, dass Menschen sich angezogen fühlen und sagen, hey, das ist super, da will ich dabei sein. Ja, das ist so eine Sache, über die könnte ich dir jetzt die nächsten 3 Stunden die Leute unterhalten. Das wird sich wahrscheinlich aber keiner richtig anhören wollen. Deswegen mache ich es kurz. Ihr kennt bestimmt alle AIDA-Formeln. Ich kann das Wort eigentlich nicht mehr hören, für alle, die es nicht wissen, was das ist. Es geht darum, verschiedene Stufen, wie man Werbetexte schreibt. Aber es ist leider Fakt, das stimmt. So, deswegen gehen wir mal kurz tiefer darauf ein, was ist AIDA-Formel? Du hast verschiedene Arten in deinem Werbetext. Du musst, also spielt keine Rolle, ob das eine Werbeanzeige ist, in Facebook, ob das ein YouTube-Video ist, was du als Werbeanzeige nimmst, ob das jetzt auf einer Landingpage ein Text ist.
Ne, es gibt immer das gleiche Prinzip. Am Anfang musst du dafür sorgen, dass jemand das Ding liest. Ein sehr weiser Mann hat zu mir damals mal gesagt, quasi der erste Satz deiner Werbeanzeige hat genau einen einzigen Sinn. Und zwar, dass du den zweiten liest. Und der zweite Text deiner Werbeanzeige hat genau einen einzigen Sinn, dass du den dritten liest. Und der dritte hat genau einen einzigen Sinn, sodass du den vierten liest. Ab dann fängst du an, in die Copy einzugehen. Das heißt, du musst ja davon ausgehen, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel Facebook ausgehen, Leute sitzen am Handy und haben jetzt nicht gerade, Facebook aufgemacht, um auf die Werbeanzeige drauf zu klicken. Die sagen nicht, hey, ich gehe mal auf Facebook und klicke jetzt mal auf Werbeanzeige und mir kaufe jetzt kurz ein Coaching für meinen Hund, dass er besser Sitz macht. Keine Ahnung, macht keiner, wird nicht passieren. Aber du musst es trotzdem schaffen, Leute scrollen durch Facebook, schauen ihre Katzenvideos, schauen sonst was. Die sind nicht in der Mut, dass sie dieses Ding anschauen. Du musst trotzdem hinkriegen, dass Leute stehen bleiben, aufhören zu scrollen und das Ding gern durchlesen. Und auch wirklich komplett durchlesen. Dass Leute heutzutage noch irgendwas lesen, da musst du schon gut schreiben können. Und das musst du hinkriegen. Deswegen müssen die ersten, sage ich mal, 2, 3 Sätze müssen ein bisschen kurios sein. Das nennt sich auch Pattern Interrupt. Also quasi, ich unterbreche das, was sie gerade machen und ich habe ihre Aufmerksamkeit. Das ist kurz vereinfacht. Also du musst quasi die ersten 2, 3 Zeilen müssen Aufmerksamkeit erzeugen. Aufmerksamkeit kannst du erzeugen, indem du ganz, ganz konkret die Zielgruppe ansprichst. Zum Beispiel Hundebesitzer, aufgepasst. Das wäre ein ganz simpler Pattern Interrupt zum Beispiel. Einfach Zielgruppe klar ansprechen. Oder eine sehr offene Frage stellen. Zum Beispiel, macht dein Hund auch nie Sitz und ist nur am Bellen? Super simples Beispiel. Aber sowas kann man theoretisch schreiben, eine offene Frage. Und dann kannst du dann langsam weiter übergehen. So. Die zweite Sache ist, du willst Leute, wenn sie dann schon weiterlesen, dazu bringen, das auch gerne bis zum Ende lesen. Also wenn sie ein Viertel deiner Copy lesen, lesen sie sehr, sehr wahrscheinlich auch die ganze Copy. Das heißt, du wirst schaffen, dass sie schon mal viel gelesen haben. Also der erste Part ist Interesse, Aufmerksamkeit, ein großer Pattern Interrupt, offene Fragen stellen, Zielgruppe adressieren, irgendwas, womit sie gerade nicht wirklich rechnen. Der zweite Teil ist, okay, du willst für irgendwas Interesse erzeugen. Das kann einfach ein Problem sein. Du kannst ein Problem näher ausbeschreiben. Zum Beispiel der Hundebesitzer-Beispiel, die ersten 2 Zeilen Zielgruppenansprache, hey, du bist Hundebesitzer, du hast einen Hund, der macht das und das und dann kannst du ins Problem übergehen. Was macht der Hund? Hast du es auch schon mal gehabt? Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Hast du jeden Morgen das gleiche Problem? Ist dir auch schon mal so gegangen? Probleme ansprechen. Ne? Dann wissen die, okay, der Text ist für mich. Sie lesen weiter. Im nächsten Part gibst du eine Lösung. Und was kann man dagegen machen? Was hast du gefunden? Welche Methode kennst du? Welche Tricks kennst du? Was kannst du dagegen machen? Und im unteren Part gibt es noch ein Call to Action. Das ist quasi eine Handlungsaufforderung. Also sowas wie, klick jetzt auf den Button oder melde dich jetzt für mein Training an. Oder jetzt eintragen Sie ein Telefonat. Das ist ein Call to Action. Also so simpel ist das eigentlich gedacht. Natürlich kann man da jetzt ganz, ganz tief reingehen, man kann das auseinandernehmen, aber für wirklich blutige Anfänger jetzt gerade mal so ein grobes Ding, also die ersten paar Sachen, die ersten 2 Zeilen Interesse, also Aufmerksamkeit, hey, Leute vom Scrollen abbringen. Du willst eigentlich versuchen, das Gespräch, was sie gerade in ihrem Kopf haben, das hört sich jetzt komisch an, aber Leute denken ja gerade irgendwas, sie machen gerade irgendwas, sie haben gerade irgendwas vorher kurz erlebt, Alltag war heute so. Ja. Du willst es schaffen, dass du in das Gespräch quasi mit eintrittst und sie davon dann abbringst. Das heißt, okay, Aufmerksamkeit erzeugen, Interesse. Die nächsten sind dann Probleme adressieren. Okay, hast du es auch schon mal gehabt? Geht es dir vielleicht genauso? Dann eine Lösung anbieten. Was hast du gefunden? Was hast du für eine coole Lösung? Ein Call to Action und dann auf die Seite raufbringen. Sehr cool, danke dir. Erstmal kurz simpel erklärt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir haben uns ja allein schon, weiß ja sich, wie viele Stunden über die verschiedenen Themen unterhalten. Das würde natürlich den kompletten Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz hoffe ich und wünsche ich, dass jeder Einzelne hier aus dieser 3-teiligen Videoserie für sich ganz viele Tipps mit rausnehmen konnte und zumindest eine Sache, die dafür sorgt, dass du jetzt wirklich aktiv wirst, handelst und Gas gibst. Nichtsdestotrotz haben der Erik und ich schon eine Sache vorbereitet für dich. Eine ganz, ganz wertvolle, wichtige Sache, mit der du wirklich zum eigenen Schöpfer wirst und zu der Person, die in Zukunft weiß, wie sie selbst in solchen Krisenzeiten dafür sorgt, dass sie weiß, was zu tun ist und wie sie ihr Angebot und ihre Angebote, egal ob sie offline sind, ob sie online sind, ob du Networker bist, Infoproduktbesitzer, Coach, Berater, ob du, was auch immer du machst, wie du da wirklich rausgehst und Gas gibst. Das Spannende ist, es kursieren gerade sehr, sehr viele Videos online von Ladenbesitzern, ob es Restaurantbesitzer sind, Bäckereibesitzer oder, die sagen, hey, zum ersten Mal wende ich mich jetzt hier über Social Media an meine Zielgruppe und sage, bitte, bitte kommt in den Laden, bitte bestellt hier, bitte macht Gutscheine und. Das heißt, die fangen jetzt zum ersten Mal erst an, mal irgendwie Werbeanzeigen zu nutzen oder Social Media überhaupt. Und wenn du auch zu diesen Menschen gehörst,
dann ist das, was ich dir gleich erzählen werde, erst recht wichtig und relevant für dich. Für alle, die es schon nutzen, schon mal genutzt haben, vielleicht auf die Schnauze gefallen sind, vielleicht mehrfach auf die Schnauze gefallen sind, dann Kopf nicht hängen lassen, nach oben und erst recht zuhören. Und all die Leute, die irgendwo dazwischen sind, für euch sowieso spannend. Erik, Feuer frei, was haben wir die letzten Wochen vorbereitet und werden wir jetzt rausrollen? Ja, ich glaube, um dass ich jetzt hier nicht 3 Stunden mehr drum rum bin, weil da so viel drin, ich müsste jetzt, wie gesagt, das wäre nochmal ein eigenes Video eigentlich fast wert, quasi das Wissen, was du, ich und alle Klienten, mit denen wir jemals was am Hut hatten, über Facebook-Ads, über wirklich Conversion, über wie verkaufe ich eigentlich wirklich online, im Kopf haben, auf einen USB-Stick geladen und den kannst du denen auf den 2 Sekunden in deinen Kopf ziehen. Also das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, allgemein das Wissen, was ich glaube, wir beide haben zusammen über 3 Millionen Facebook-Spend verwaltet, profitabel, teilweise auf jeden Euro. Ich hatte in den letzten Projekten teilweise ROIs von 49, das ist 1 Euro rein und 49 wieder zurück, das ist brutale Raten. Und zwar auf ein Hochpreisangebot, auf kalten Traffic, ohne Retargeting und so ein Kram. Und dann, wie du solche Dinger schaltest, auch wirklich mit 5.000 Euro Tagesbudget. Quasi das Wissen hinter, ja, über 3 Millionen Facebook-Spend alleine nur bei Facebook, da ist nicht YouTube drin, da ist nicht Google drin, das ist nur Facebook. Das ganze Wissen hinter wirklich ein paar der größten Kampagnen im Dachraum. Ich darf leider nicht alle Firmen und Namen nennen, aber es waren ein paar Kampagnen, die du bestimmt schon gesehen hast. Du wusstest nicht, dass das wir waren. Hinter Marktführerprojekten, wie du von Grund auf, egal ob du blutiger Anfänger bist, noch nie Facebook geschaltet hast und gar nicht weißt, was Facebook überhaupt ist, und einfach nur mal die ersten Anzeigen profitabel schalten willst, egal ob als Affiliate, ob als Networker, ob als Agenturbesitzer, ob als Coach, Trainer, Berater. Ne? Alles, wofür man irgendwie Anzeigen schalten kann, auch Mitarbeitergewinnung, sowas. Als blutiger Anfänger mal von 0 auf 100 Euro Tagesbudget profitabel. Oder wenn du schon ein kompletter Experte bist, auch schon Millionen Spends verwaltet hast, wie du jetzt mit CBO, was jetzt ab 2020 ja Pflicht wird, da wirklich Gas geben kannst und direkt die Insights bekommst von uns. Die kannst du direkt auch vorspulen dann. Und dir anschauen kannst, wie wir wirklich CBO-Kampagnen schalten, die sich selbst wieder auffüllen, wo du nicht alle 2 Stunden in den Ad-Account reinschauen musst, hoffst, dass sie immer noch laufen und nicht abgeraucht sind, sondern wie du wirklich Anzeigen kreierst, die Millionen groß sind, wo du auch alle Millionen erreichen kannst. Die Dinger laufen durch mit 10.000 Euro Tagesbudget, profitabel. So ein System von vorne bis hinten. Ich könnte da 2 Stunden drüber reden. Nick, gib mir noch mal geilere Insights, aber so ein System haben wir zusammen vorbereitet. Ja, das exakt. Du kriegst die exakten 4-Phasen-Plan mit am Bildschirm gezeigt. Ich habe dir ja schon ein bisschen was gezeigt. Das, was ich dir gerade gezeigt habe, ist ein Nebenspaßprojekt, wo gerade mal 500 Euro rein sind und über 9.000 Euro wieder rausgekommen sind. Das habe ich dir hier gerade gezeigt. Das skalieren wir jetzt nach oben und wie du das exakt ebenfalls hinkriegst. Und daraus haben wir die CBO Mastery gemacht. Das ist ein brandneuer Kurs, den wir in höchster Qualität aufgezeichnet haben, hier bei mir im Penthouse in Frankfurt. Absolut beste Qualität. Da sind über 10 Stunden Videoinhalte drin, die dir Schritt für Schritt alles erklären und zeigen, dich hinter die Kulissen lassen. Und das Ganze ist kein Hochpreis-Coaching, sondern wir werden es gerade mal wirklich rausgeben an alle Leute, weil wie unser Ziel hiermit ist es, und sobald du den Preis gesehen hast auf der Seite, wirst du aus allen Wolken fallen, weil du dir denkst, wie kann es sein, dass ihr sowas macht, weil alle anderen das in 5.000 oder 10.000 Euro Coachings drin bringen. Uns geht es nicht darum, dass wir damit jetzt den großen Reibach machen, sondern wir wollten ein Programm rausbringen, mit dem wir selbst unsere internen Mitarbeiter schulen, dass wir jederzeit einfach rausgeben können, ja, und wo wir jetzt vor allem in so einer Zeit jedem Einzelnen Hilfestellung bieten können und sagen, okay, wenn wir dir mit etwas helfen können, dann ist es damit, dir zu zeigen, wie du an mehr Kunden kommst und das mit weniger Einsatz und dafür noch mehr rausholst. Und das kriegst du gerade mal für deutlich weniger, als sich all die Abos, die du gerade im Monat laufen hast, kosten, als sich deine Leasingrate kostet, als sich selbst ein Wocheneinkauf kostet beispielsweise oder einmal essen gehen mit Freunden oder mal Pfeife rauchen gehen mit Freunden kostet oder selbst eine Tankfüllung kostet, je nachdem, was du für ein Auto fährst. Wenn du einen Benziner fährst. Ich komme jetzt bescheuert, wenn du es wieder sagst. Genau. Und das wollen wir einfach rausgeben an jeden Einzelnen, dass er wirklich lernen kann, dass er umsetzen kann und selbst die Profis da drin noch 2, 3 Sachen finden, die dafür sorgen, dass es bei denen die Stellschrauben so verändert, dass sie nochmal 2, 3 mehr Return on Ad Spend rausholen, 200-300% mehr rausholen und haben da wirklich unser Herzblut, unser Wissen, unsere Kompetenz reingesteckt und da wirklich mal die Lichter geöffnet und das so einfach zugänglich gemacht,
wie es noch kein Kurs oder Programm jemals zuvor von uns oder gerade auf dem Markt war. Und das ist auch keine abgespeckte Version im Sinne von, schau dir hier ein bisschen was an und den Rest kriegst du im Hochpreis-Coaching. Nein, 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 nein. Das ist wirklich all out. All out ist das, wo wir da gegangen sind. Und auch während dem Drehen gesagt haben, können wir das wirklich für den Preis rausgeben? Daraus müssten wir doch ein Coaching machen. Und wir dann gesagt haben, nee, nee, wir bleiben bei der Linie, weil wir wollen ein Zeichen setzen, wir wollen wirklich helfen, wir wollen wirklich unterstützen und das dann so rausgeben in dem Sinne. Und warum machen wir es jetzt nicht kostenlos beispielsweise? Das hat zwei verschiedene Gründe. Der erste Grund ist folgender. Wir hatten eine Menge Zeit und Geldaufwand, um das Ganze rauszubringen erstmal und produzieren zu können überhaupt. Das muss wieder reinkommen. Und die zweite Sache ist folgende. Und zwar wissen wir, dass was nichts kostet, nichts wert ist. Und das ist einfach immer der Fall. Wir haben festgestellt, wenn man Leuten etwas umsonst gibt, gucken sie es sich nie an oder nur ganz wenig davon an. Aber ab dem Punkt, wo du investiert hast, ab dem Punkt bist du auch drin, lockst dich ein und schaust dir das Ganze an für dich. Und wir wollen eine Community kreieren von Leuten, die sich unterstützen, vor allem in schlechten Zeiten, aber später auch in guten umso mehr. Und da wirklich als Sieger für sich hervorgehen und nachher ihrem Umfeld, ihren Kunden und allen drumherum wirklich einen Mehrwert liefern und bieten können. Auf eine ganze, ganze Zeit, um auch in Zukunft noch mehr Rücklagen bilden zu können, um solche Zeiten ganz entspannt ausstehen zu können, was vielleicht nicht für alle möglich ist, aber für eine ganze Menge Leute trotzdem, die, sage ich mal, Solopreneure sind oder vielleicht 2, 3 Freelancer oder Mitarbeiter beschäftigen und jetzt nicht, sage ich mal, 300, 400 Offline-Geschäfte beispielsweise haben. Wobei es für die auch spannend ist, wie es dann danach für die weitergeht in dem Sinn. So, das so viel zu mir. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Da kannst du draufklicken, dir direkt deinen Zugang sichern. Wir werden das Ganze erstmal offen lassen. Ja, wir öffnen die Tore. Da gibt es jetzt auch keine. Wir schließen es dann und dann. Wenn wir aber eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern erreicht haben, kann es sein, dass wir einfach, um die Qualität hochzuhalten, den Preis erhöhen werden. Ja, das heißt also, die Leute, die zuerst kommen, profitieren vom Einführungsrabatt, profitieren davon, dass wir das jetzt einmal rausgebracht haben, das Ganze jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir versprechen aber nicht, dass wir den Preis bei dem lassen, der jetzt gerade auf der Seite ist, sondern es kann sein, dass wir eine bestimmte Anzahl an Leute erreicht haben, dass wir dann sagen, okay, das Ding geht irgendwie zu gut weg, wir müssen den Preis jetzt nochmal vielleicht erhöhen ein bisschen. Ja? Das heißt, schlag jetzt am besten zu, sicher dir das Ganze und wir freuen uns dann darauf, dich als Erfolgsgeschichte rauszubringen und zu promoten und mit dir auch dann ein Interview aufzunehmen. Ja, was ich dann auf YouTube veröffentliche, was ich in meinem Podcast hochlade, was tausende von Leute sehen und hören werden, um deine Erfolgsgeschichte zu feiern und dich nochmal intensiver zu unterstützen. So viel von mir dazu. Erik, hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube, man kann es nicht besser sagen als du, was da Leute verstehen müssen. Ich glaube, für viele ist gerade noch zu abstrakt mit 10.000 Euro Tagesbudget, wenn sie jetzt gerade blutig anfangen. Ist für alle die, die sowieso schon Profis sind, dann Link, wie gesagt, unter der Beschreibung. Da muss man nicht mehr drüber reden. Da gibt es die Sachen, die mit CBO wirklich funktionieren, wie du wirklich CBO-Kampagnen schaltest, die sich ja wieder auffüllen, die so groß sind, dass du nicht jeden Tag reinschauen musst, weil, also das geht jetzt gerade nur an alle Profis, ihr wisst genau, wie es ist, wenn man mehrere Klienten hat und eigentlich nur noch am Kampagnen checken ist, immer wieder aktualisieren, hoffen, dass nichts abgeraucht ist, ne, wieder reinschauen, das ist super viel Arbeit, anstatt einfach eine große Kampagne zu haben, die einfach durchläuft, die frisst 5.000 Euro am Tag von mir aus und die bringt auf jeden Euro wieder 10 zurück und die läuft auch mal 5, 6, 7, 8, 9 Monate am Stück durch, ohne dass du irgendwas dafür machen musst. Genau so ein System jetzt da drin und wirklich für alle Anfänger, die lernen erstmal, okay, was ist überhaupt Facebook? Für alle, die noch nicht wussten, geht es zum nächsten Step, okay, wie machst du es wirklich? Wie gehst du vom Grund auf rein? Wie machst du deine komplette Account-Struktur? Das vergessen viele. Du hörst in ganz, ganz vielen Kursen, ja, wie machst du die richtigen Zielgruppen? Wie machst du das? So ein bisschen Basics. Aber keiner sagt dir, dass allein die Account-Struktur, wie dein Facebook-Account aufgebaut ist, dafür sorgt, dass du entweder bei Facebook vorab schon intern höher gerankt bist, und direkt auch eben, ja, quasi intern bevorzugt wirst und bessere Ergebnisse bekommst. Oder, ja, dass genau das Gegenteil passiert. Oder, ne, du lernst direkt, wie du eben die ersten Kampagnen profitabel schaltest und hast dann immer noch den Rest des Kurses als Backup, wenn es dann mal bei dir der Fall ist, dass du auf 5.000 Euro Tagesbudget auch möchtest. Und das ist ja eigentlich eine Traumvorstellung. 5.000 Euro am Tag ausgeben und auf jeden Euro 10, 12, 15 wieder zurückzuholen. Das ist eine Traumvorstellung. Du hast da ein System, was dir als Anfänger hilft, wie gesagt, von Grund auf die ersten zu schalten. Und dann hast du immer noch den ganzen anderen Content, den ganzen Profi-Content, den richtigen Ninja-Shit, nennen wir sie mal ganz gerne, um dann die richtig dicken Dinge rauszufahren. Das ist da halt alles mit drin, das sind Sachen mit dabei,
ich habe, glaube ich, wirklich auf dem Markt jeden Kurs, den es gibt, egal ob aus den Staaten, egal, ich hab sogar zwei aus Russland. Jeden Deutschen kenne ich. Ich kenne jeden, der über 3.000 Euro kostet. Ich habe teilweise über ein, zwei, die haben 20.000 Euro damals gekostet. Ich glaube, es gibt keinen Kurs, den ich nicht kenne. Es gibt teilweise Inhalte bei uns mit drin, die habe ich noch nie irgendwo gehört. Die sind auch teilweise so kontrovers, dass ganz, ganz viele Kurse danach so ein bisschen aussehen wie, ja, eine heiße Suppe. Schlecht. Also da sind nicht Sachen mit dabei, die gibt es so einfach nicht auf dem Markt. Einfach, weil wenn die Leute das gesagt hätten, hätte niemand mehr noch irgendjemand irgendeinen Kurs kaufen müssen. Also es sind Sachen mit dabei, die gebe ich, wie gesagt, meinen Mitarbeitern, unseren Mitarbeitern, Teammitgliedern, wenn die Ads für uns schalten sollen, wenn wir Sachen outsourcen, kriegen die das von uns. Es sind Sachen mit dabei, die habe ich noch nie irgendwo weitergegeben, die haben teilweise nicht mal 10.000 Euro im Monat Klienten von mir bekommen. Ja, ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden drüber sprechen. Am besten klick dich mal durch, schau dir die Seite mal an, da steht alles nochmal entspannt drauf, was ist drin, was bekommst du, wenn du jetzt zuschlägst. Und dann, ja, das Smarteste, was du tun kannst, darauf zu klicken, das Ding durchzulesen und dann dabei zu sein, bevor der Preis irgendwann hochgeht. Wann, wie gesagt, können wir nicht sagen, ob überhaupt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und der Ansturm ist 100% groß, sowas gab es vorher noch nicht. Und gerade in Krisenzeiten ist das das Beste, was du jetzt tun kannst. Deswegen klick dich durch, schau es dir an. Und dann bleib dabei. Roll. Wir freuen uns darauf, dich dort zu sehen und wünschen dir jetzt was. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann dort. Ich freue mich, dein Nick. Bis dann. Ciao.